Tina lässt sich von Ben überzeugen. Amelie stimmt McCluskey um. Malte geht in die Abwehrhaltung. Ben überzeugt Tina, Annette aus dem Weg zu gehen und auf eine Aussage vor Gericht zu verzichten. Doch dann beobachtet Tina, wie Ben Annette hilft, und wirft ihm fehlende Loyalität vor. Ben gibt zu. Er hat Mitleid mit Annette und appelliert an Tina, Annette zu verzeihen. Tina ist fassungslos. Als Amelie auf dem Ziegenhof McCluskey in die Arme läuft, ist sie sicher, das war's. Der Klimakongress findet nicht im Drei Könige statt. Doch mit Joriks Hilfe kann sie McCluskey umstimmen. In der gemeinsamen Siegesfreude kommen sich die beiden näher. Malte streitet alle Fluchtpläne ab. Auch Carla kann ihm nicht ins Gewissen reden. Doch als Ben ihm an den Kopf wirft, dass er im Gegensatz zu Annette ein Feigling ist, fasst Malte einen folgenschweren Entschluss. Hendrik und Britta wollen endlich heiraten. Doch ihre Vorstellungen klaffen auseinander. Britta träumt von einer kleinen Feier in der Lüneburger Heide. Hendrik wünscht sich eine Trauung am Strand von Sri Lanka. Obwohl Britta nicht überzeugt ist, stimmt sie Hendrik zu.